Hallo zusammen und herzlich willkommen zu. Jetzt sieht man es hier gar nicht. Doch, Perfect World Eclipse sieht man das hier noch? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ist das das Update und ich möchte es gerne nicht alleine zeigen, sondern die Kanamiya ist hinter mir. Hallo. Hui! Und ich wollte euch hier normalerweise hier, das ist ja die Serverauswahl, die zeige ich normalerweise nicht, aber gerade weil sich hier so coole Sachen getan haben, wollte ich es mir zeigen. Deswegen, ja, okay. Oh mein Gott, das ist einfach voll überfüllt. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt auf den Server drauf. 40 Sekunden gehen ja noch. Ja, aber meistens hört das dann nach 25 Sekunden schon auf und dann wird mir gesagt, ja, ist zu voll. Mein Gott, da keine Verbindung zum Server möglich. Oh je, und Puh, nochmal. oh, das sieht so cool aus hier. Mein Gott. Wir Aktuellen sind noch Account am Anfang. aufzeichnen. Bitte? Wir sind immer noch am Anfang, Ja, ich deswegen. weiß. Stimmt das überhaupt? Ich hoffe es. Warte. Nee. Eigentlich kann man das ja auch erzwingen, wie da unten gerade stand. Ah, es funktioniert. Nein, ich habe den Timer vergessen. Ich habe ihn tatsächlich wieder vergessen. Ach, sei doch still. Okay, wie gesagt, ich würde ja ganz gerne jetzt. Oh, ist das cool, Entschuldigung. Ich würde ja ganz gerne jetzt von vorne anfangen, weil ja diese neue Rasse dazu gekommen ist. Deshalb werde ich mir einen neuen Charakter erstellen. Oh Gott, ist das geil oder ist das geil, Leute? Okay, Nachtschatten nennt sich die neue Rasse. Da gibt es die Dämmerklingen und die Sturmrufer. Ich habe irgendwie auf meiner Facebook-Seite was völlig anderes gesagt. Mit dem Schutz des göttlichen Kindes, what the fuck, haben die göttlichen Furien und die Insel der himmlischen Krieger überlebt. Sie haben sich in der Nation von Garo niedergelassen und leben mit den einheimischen Schnitter? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Als Kangyan, das göttliche Kind der ersten Generation, im Sterben lag, benannte er seinen Nachfolger Jademond, das nächste göttliche Kind. Zur selben Zeit gewährte er seinen Leuten die Kraft des Mondes. In Gedanken an Kangyan tragen seine Leute seither den Namen Nachtschatten. Die erinnern so ein kleines bisschen an die Meereskinder, kann das sein? Oh ja, Was haben wir denn hier? schon ein Flinke und kleines bisschen. berüchtigte Kämpfer, die im Nahkampf mit einem Säbel leicht die Oberhand gewinnen. Hört sich ja schon mal cool an, ne? Eigentlich so voll nach mir. Wenn haben wir hier Sturmrufer? Boah, geil. Mit der Macht von Eis und Donner schwingen sie ihre Sense, um alles Böse zu beseitigen. Die gefallen mir ein bisschen besser. Sind aber mein Normalerweise gibt Geschmack. es doch bei jedem auch immer männlich und weiblich, oder nicht? Gibt es das hier nicht mehr? Vielleicht wenn du den Charakter weiterstellst, dann. Teamwork, Flexibilität, Gruppenkampf. Einzelkampf. Ja, das ist ja für Singleplayer natürlich sinniger. Oh Gott, das ist meine Klasse. Das ist absolut meine Klasse. Ah ja, hier gibt es die auch in weiblich. Ho. Nicht schlecht. Ich finde das Schwert irgendwie cool. Ja, das blinzelt. Was? Oh Gott, das blinzt. Das reicht. Die hat coole Haare. Okay, dreh dich mal wieder rum. Ach, was? Ist das nämlich männlich oder weiblich? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Sag du was. Weiblich. Voreinstellung. Edel. Muss ja Normal. schon was zu bieten haben. Weiblich süß. Wild. Oder rein. Ich glaube, das wird normal. Oh Gott, nein, bitte nicht. Komm ein bisschen näher hier, Schnuggi. Komm mal her. Die Muschel sieht komisch aus. Könntest du Was der haben wir hier Fall noch? nochmal. Achso, du willst die Voreinstellungen nehmen, ne? Ja, ich bin am Überlegen, weil ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit in So den. Sachen wie die Haare kannst du dann noch selber einstellen. Ja, natürlich. Die finde ich eigentlich ganz cool. Ne, die finde ich cool. Die gefällt mir. Wie wir. Achso, hier. Gesicht. Die Augen sind ein bisschen groß, finde ich. Aber sonst passt das. Sieht man die Ohren überhaupt? Im Moment Kaum. nicht. Na, ist egal. Auge. Na, das ist cool. Satz.
Sag mir nichts. Nase. Und die kleine Stupsnase. Ich mag Stupsnasen. Der Mund ist in Ordnung. Die Haare. Die Haare sind das Wichtigste am ganzen Charakter. Wow. Oh, das sieht so cool aus. Diese lila Strähnen, die sind wirklich schön. Das hatten wir gerade. Das. Oh. Aber pink. Kann man die Farbe noch einstellen? Farben. Bei Farben runter, ja. Ah, oh, okay. Ich weiß aber nicht, ob das Pinke dann auch veränderbar ist. Sie hat Schmetterlinge. Die sieht so ein bisschen aus wie diese komische Schneekönigin, oder? Richtig. Ich finde das ganz cool mit diesen Farben im Haar. Das finde ich echt. Das ist diese komische Muschel. Also ich fand das hier mega cool. Das gefällt mir saugut. Farben. Hautfarbe. Oh, das ist immer so fies, dass diese Voreinstellung die Hautfarbe ist. Haarfarbe. Ja, aber das Lila bleibt. Ja. Was passt zu Lila? So ein richtig schönes Blau würde gut ins Lila übergehen, glaube ich. Ja. Das Problem ist, dass man das Lila kaum sieht wegen dem Geflimmer hier hinten. Das ist auch schon kein Blau mehr, das ist schon Lila gewesen, eine andere Sättigung. Sonst wäre es ein Blond oder Weiß. Wow. Das ist doch mal stark. Oder versuch mal schwarz. Oh ja. Da auch was. Das ist nice. Da fehlt noch was Fieses. Augenfarbe. Da. Definitiv. Okay, oh, ich brauche noch einen Namen. Ich hoffe. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der natürlich schon vergeben ist. Ja. Es gibt bereits einen Charakter mit diesem Namen. Ja, das ist mein Charakter. Toll. Ja, Yaricho mit Y ist ja auch schon vergeben. Welchen Namen nehme ich denn jetzt? Celine. Obwohl, das wird auch vergeben sein. Versuchen wir es einfach mal. Na, es ist zu. Na, war mir klar. Einfach. Kleinen Moment. Jetzt habt ihr diesen coolen Move natürlich nicht gesehen. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Wartet. So. Ja, das muss dazu. Na gut. Und. Juhu. So soll das aussehen, meine Freunde. Und selbst die Anfangsklamotten sehen noch gar nicht. Name ist übrigens aus. Jetzt derselbe wie mein Kanal. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hier sieht man jetzt, dass es Eclipse ist. Ich habe den Timer nicht gestoppt, ist egal. Altar von Corona? Mein Gott, wie viele hier einfach rumstehen schon. Hilfe, ich sehe mich nicht. Komm mal hier vor. Sehr schön. Krieger, wenn ihr das nächste Level der geistigen Bildung erlangen wollt. Hallo, ich habe gerade angefangen. Dann müsst ihr nach Stadt Loravei und mit Mang Mang, dem Taoisten, sprechen, sobald ihr ein geistlicher Adept geworden seid. Verstanden? Ja, verstanden, danke. Neulingsguide. Juhu. Hallo, ich bin hier, um euch bei euren ersten Schritten in Perfect World zu helfen. Bitte klickt weiter. Ja, das weiß ich ja nun alles. Das ist ja wirklich jetzt nicht, NPCs mit gelbem Symbol. Ja, danke. Kannst schön. Du auf deaktivieren klicken? Ja, deaktivieren und dann. Das ist eine gute Idee. Hilfe-Menü-Taste L und bla, genau. Oh, ich habe direkt schon was gefunden. Belohnung. Level 1, Einsteigerbelohnung. Ist schön, nehme ich gerne. Kriegt man da nicht noch so eine Ausrüstung und so Flügel und alles? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Bin ich hier immer noch in diesem. Nee, das ist ein ganz neues Anfangsgebiet. Das ist ja nicht das, wo wir beim letzten Mal in dem Together angefangen hatten. Das ist ein komplett neues. Okay. Ich bin jetzt aber einmal ganz. Oh, guck mal, das hier hat sich auch alles verändert. Starke Sache. Inventar, Mode habe ich natürlich noch keine.
Aber das hier könnte ich schon mal anlegen. Ja, bestätigen. Die Leiste hier muss ich mir auch mal ein bisschen zurechtziehen. Jetzt hast du die Rollen, jetzt brauchst du das gar nicht erstmal. Wollte ich gerade sagen. Okay, sprechen wir mal hier mit dem Nachtschattenabgesandten. Hallo? Ich möchte mit dir reden. Dankeschön. Die Nachtschatten haben zwei Klassen, die Dämmerklingen und die Sturmrufer. Dämmerklingen sind hervorragend im Nahkampf, während Sturmrufer im Kampf auf dem richtigen Moment warten, um einen tödlichen Treffer zu landen. Gott erwählte. Mein Gott. Im wahrsten Sinne. Fragt mich nicht, wer ich bin, denn das ist nicht von Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass ihr wisst, wer ihr selbst seid und warum ihr hierher gekommen seid. Als ein herausragender Repräsentant unseres Volkes seid ihr zu diesem heiligen Ort gekommen, um besser und stärker zu werden. Meine Aufgabe war nur, euch hierher zu bringen. Was nun geschieht, hängt ganz von euch ab. Geht zu Sekron Shien. Er wird euch beim nächsten Schritt weiterhelfen. Bereitet auch im Volk Ehre. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Erdwächter. Ja. Die haben auch mal von Ehre gequatscht. Das Aussehen haben sie von den Fischmenschen, die Art haben sie von den Erdwächtern. Das ist so ein bisschen ein zusammengewürfeltes aus den anderen Klassen, so ein bisschen, ne? Ich werde mein Bestes tun, um unserem Volk Ehre zu erweisen, bla bla. Hol ich mal aus, bist du dann auch so eine Kugel? Wie mache ich denn das nochmal? Ach, hier, ne? Hier. Ja. Oh. Oh, ist das geil. Was bist du? Ich bin diese Astralfigur, die schon in diesem... Das ist auch mein Thumbnail. Ach du meine. Geile Sache, doch das ehrlich. Sieht cool aus, du. Fliegen kann ich wahrscheinlich noch nicht, weil ich noch keine Flügel habe. Es ruckelt auch des Todes gerade, aber das... Was ist das denn? Das, ja. Loves me now. Oh yeah. Loves me now, du bist im Video. Wie gesagt, das ruckelt des Todes, aber einfach nur, weil so viele im Moment hier sind. Wo muss ich eigentlich hin? Ach hier, zu dem da. Sekron Shien. Ach ja, ich hätte auch einfach auf... Wo sind meine Quests? Das muss man sich alles wieder neu einstellen. Ereigniskalender. Hier sind wahrscheinlich meine Quests. Kann ich das so anzeigen? Ah, hier. Da sind sie. Ey, gib mir das. Nein, nicht... Nein! Aktive Quests. Dankeschön. Jetzt... Das lässt sich nicht verschieben. Warum nicht? Ach, scheiß drauf. Wir werden Level 100 erreicht. Okay, ja, ist mir egal. Ah, so. Doch, jetzt. Oh, jetzt. Wuhu! Oh Gott, was geht hier ab? Dies ist der Ort, an dem ihr den Staub auf eurem Herzen abklopft. Was? Und eure Seele reinigt. Egal wie viele Orte ihr bereits bereist habt, vergesst niemals, wo ihr angefangen habt. So, die will ich erstmal zu Ende machen. Ein nobler Mondschatten. Ja, ich kann fühlen, wie eure Entschlossenheit euer Zögern überwindet. Willkommen im himmlischen Tal. Eure Seele einfach beweisen und Dämonen machen kann. Was? Kann ich doch garantieren, dass das Wissen, das ihr ansammeln werdet, dass ihr... Ja. So, offenkundig irgendwas. Ja gut, ihr könnt euch das hier gerne durchlesen. Wartet ich hier bis hier und dann mache ich das mal hier so da. Könnt ihr euch das gerne mal durchlesen. Ich bin jetzt gerade nicht so eppig darauf, mir das alles einzeln durchzulesen. Seid ihr bereit, eurer Bestimmung nachzukommen? Ich wage es nicht, ohne Vorbereitung getroffen zu haben. Sehr gut. Was? Ich habe mich aber mal getroffen. Also, Wissen über Quests. Nachdem ihr eure Quests angeht, so eine Kuh und Questfortschritt zu verfolgen, kann es eine lange Quest. Und, ja. Ich werde es versuchen. Schön. Ah, jetzt kann ich hier direkt wieder eine abgeben, oder was? Na gut, das himmlische Tal ist eins in Heimat des sieben großen bösartigen Monstern. Das könnte ihr Kind in der Untersehen. Okay, hier kann man sich natürlich die Story dieser Rasse noch einzeln durchlesen. Das war jetzt aber nicht unbedingt was, was ich so unbedingt meine heilige Pflicht erfüllen. Ich fühle mich, als wäre ich irgendein Priester. Hier steigt einfach jeder Level auf bei diesem Kerl. Merkst du, es leuchtet immer und überall und ja. Es hört gar nicht mehr auf. War so unterbrochen. Aktive Quests. Wird aktiviert, wenn ihr... Bin ich jetzt blöd? Ach, Kuh hat er doch gesagt, ne? Besucht Mangmang. Den Taoisten.
Okay. Oh, endlich aus diesem Gewusel daraus. Meine Güte. Es ruckelt immer noch ziemlich, aber das ist einfach, weil der Server im Moment mega überladen ist. Ich habe 11 FPS. Das ist der Wahnsinn. Habe ich eigentlich schon irgendwelche Fähigkeiten? Hyper-XP, Meditation, Fähigkeiten. Bewegungslose Aktion. Fügt normalen physischen Schaden plus irgendwas. Das hat sich auch komplett verändert. Ja. Aber ist okay, das nehme ich gerne mal. Dann packe ich auf E hier das mal dahin. Weil dieses Aufheben-Dings ist überflüssig. Diese Säbel ist auch überflüssig, das ist nur ein normaler Angriff. Ja, aber wenn der auflädt, dann will ich ja normal angreifen. Dann will ich ja nicht, dass der aufhört. Ach so. Wenn ich den da unten nicht drin habe, glaube ich nicht, dass der normal angreift. Mhm. Wow. Also die Gegend ist schon cool, muss ich sagen. Das ist doch cool. Gott, wie weit muss ich denn da laufen? Keine Ahnung, wahrscheinlich hättest du im Anfangsgebiet noch ein paar Quests annehmen können oder so. Ich glaube auch gerade. Guck mal auf die Karte. Und dann? Quer durch. Ja. Also hier habe ich auf jeden Fall angefangen. Ich muss einmal komplett auf die andere Seite. Na super. Naja. Altar von Akustika. Schamloses Lager. Aha. Oh, Fische. Guck mal, die schwimmen sogar richtig jetzt. Haben die das vorher nicht? Nein, die haben auf jeden Fall komisch, nur ganz komische Bewegungen gemacht. Ich komme hier doch niemals hoch. Oh, doch. So wie du läufst, wie so ein Adler. Oh, ouch. Okay, fast angekommen. Sehr schön. Oh, guck mal, hier läuft schon eine Kavallerie. Willst du nicht durch die Tür? Offensichtlich nicht. Ich glaube, das ist doch noch nicht so. Ah, doch. Ah, so halb. Da durch die Tür. Oh. Kleinen Moment. Bisschen noch anlabern, oder? Erst wenn ich Level 9 bin. Ich hätte tatsächlich nochmal das. Mann, Quest finden. Ja. Hä? Also hätte ich bei dem Typen doch noch eine Quest annehmen können, oder was? Wahrscheinlich. Also wieder zurück. Ach, ist das denn wahr? Das ist doch doof. Wartet. Was ist das hier für einer? Ach, Bankier. Die sehen jetzt irgendwie alle ein bisschen anders aus. Ach, das ist dieses wie auch immer. Mann. Ach, das ist doch kack. Warum muss ich denn jetzt schon wieder zurück? Hätte ich mich nicht teleportieren können? Überspringen das doch. Wie überspringen? Die Augen. Ach so, ja, ich kann das noch herausschneiden. Ganz einfach. Okay. Kannst du ja schon den Part gleich beenden, oder? Ja, muss ich auch. Aber der hat doch tatsächlich, der hat noch Quest für mich. Hey! Die Zeit wartet auf niemanden. Ihr habt eine heilige Pflicht. Also sputet euch. Findet meinen alten Partner Elthas. Schreibe. Ich werde euch erklären, was das nächste zu tun ist. Ah, richtig. Wenn ihr auf den Namen eines NPCs in der Questliste oder in der... Ja, das weiß ich. Danke. Okay, heißt also... Nein, ist falsch. Da. Älterer Schreiber. Wetten, der ist jetzt so 3 Meter entfernt. Ja,
Oh, ich sehe einfach gar nichts, ey. Alter Freund, glaubt er, ist hier halt taub geworden? Na, wie auch immer, das Wichtigste ist, dass ihr nun Autorouting beherrscht. Ihr habt doch gelernt, wie Autorouting funktioniert, oder? War doch einfach. So, der hat jetzt natürlich direkt, wenn ich ihn denn sehen würde, könnte ich auch direkt die neue Quest von ihm annehmen. So, da ist er. Hütet euch, da Böses lauert. Und um im richtigen Moment zuzuschlagen. Was die mir für einen Scheiß labern. Die 7 geheiligten Bestien, ja, ja, und so weiter. Unser Test wird zeigen, ob ihr ein solcher Krieger seid. Versucht, das Sternenseelen, die Sternenseelen in der Nähe des Lagers zu töten und deren reinen Essenzen zu extrahieren. Das wird mir auch gleichzeitig ermöglichen, eure Fähigkeiten einzuschätzen. Okay, gut. Also habe ich für den nächsten Part schon mal was ich töten kann. Und wieder raus aus der Meute hier. Das ist ja schrecklich. Okay, dann muss ich den ersten Part auch schon wieder beenden. Das ging relativ schnell. Irgendwie zu schnell, meiner Meinung nach. Aber gut. Im Moment ist hier einfach leider noch wahnsinnig viel los. Ich hoffe, das legt sich in der nächsten Zeit. Ich werde jetzt aber natürlich auch noch ein oder zwei Parts weiter aufnehmen. Weil ich bin schon aufgeregt. Ich finde das gerade so toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde einfach die ganze Nacht noch durchzocken hier. Es sieht alles so cool aus, Mann. Okay, aber bevor ich jetzt hier noch mehr in Schwärmereien verfalle, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir und ich hoffe, ihr verfolgt es jetzt weiter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao. Soll man tschüss sagen? Ja, okay.